So, liebe Leute, willkommen zurück. Heute wieder Gothic 2. Ich wünsche euch viel Spaß. Los geht's. Was hatten wir? 14.8. Da. Okay. Ba-ba-ba-ba-ba-ba. Ja, letztes Mal waren ja die Skelettgoblins gewesen. Die hatten mir nicht geschmeckt, muss ich sagen. Die hat mich etwas gestört. Und der geht da gerade zurück. Ich hatte ja festgestellt, dass ich Snapperkraut habe. Aber nur eins. Aber das sollte ja reichen dann. Ich zeig mal das Erkennungszeichen, weil ich ein krasser Player bin. Den Ledergürtel, aber es ist wirklich Wahnsinn, wie viel Schaden die machen. So. Einfach mal das Kabel. Liebes Kabel, Biat, bitte, 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 geh weg. So, speichern, Stream, Komma, Alter, Ausrufezeichen. Gut. Nichts zu plündern. Ich muss jetzt einfach gleich möglichst effektiv dieses Snapperkraut anwenden, nutzen. Da sind die Skelettviecher. 15 Sekunden, das reicht auf jeden Fall. Und schön durchsprinten. Einfach durchsprinten. 15 Sekunden ist länger als man denkt. Und die verfolgen einen auch ewig lang. Aber hat genau gepasst. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Ja, macht jetzt! War dieser Idiot. Ein Mistvieh weniger. Na also, vielen Dank. Bist du denn von Sinnen? Mach, dass du hier rauskommst. In diesen Gewölben ist es zu gefährlich für Möchtegern-Abenteurer. Aber sag mal, kenne ich dich nicht? Natürlich! Du Mistkerl! Glaube ja nicht, dass ich vergessen habe, wie du uns betrogen hast, damals, im neuen Lager. Ach ja, jetzt kommt ein Video, ne? Ach ja. Warte. Ich mach mich mal klein. Das geht doch nicht. Einfach mal raus. Du hast unserem Erzhaufen alle magische Macht entzogen und dann bist du einfach verschwunden. Was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Tja. Es war notwendig. Ohne die Macht des Erzes hätte ich den Schläfer niemals besiegen können. Was ist das für ein Gefasel? Schläfer? Besiegt? Hast du eigentlich die leiseste Ahnung, was du da getan hast? Du hast das Gefüge der Magie derart durcheinandergebracht, dass es bis nach Korinis zu hören war. Du kannst von Glück sagen, dass die Barriere eines Tages einfach in sich zusammengefallen ist. Worüber beschwerst du dich dann? Hat doch alles gut geklappt. Hüte deine Zunge! Was zum Henker willst du hier überhaupt? Oh, das Satoras ist so ein Vollidiot. Also wirklich. Den goldenen Vollpfosten würde der jedes Jahr gewinnen. Ohne dass die Konkurrenz auch nur irgendeine Chance hätte. Ich bin mit Laris hierher gekommen. Laris? Wirklich? Wo ist er? Ich bin allein. Laris ist zurück in die Stadt gegangen.
Was? Und er hat dich ganz allein zu uns geschickt? Was denkt er sich eigentlich? Was denkt er sich eigentlich? Ich habe euer Ornament mitgebracht. Was in aller Welt soll das bedeuten? Wer hat dir das gegeben? Sag nicht, dass Laris es dir einfach überlassen hat. Jetzt komm mal wieder runter. Ich habe es dir gebracht, das wolltest du doch, oder? Schon, aber es beunruhigt mich, dass du schon wieder deine Finger im Spiel hast. Warum machst du so ein Theater um die alte Geschichte mit dem Erzhaufen? Immerhin habe ich schon damals für dich gearbeitet. Hast du dich da etwa nicht auf mich verlassen können? Und was hat es mir schlussendlich eingebracht? Denk ja nicht, dass ich dir traue. Was hat es ihm letztendlich eingebracht? Seine Freiheit. Genau das, was er wollte. Dämlicher Vollidiot, wirklich. Was machst du hier unten? Diese Hallen beherbergen alte Geheimnisse, rätselhafte Geheimnisse. Die Inschriften und Wandmalereien lassen auf eine sehr alte Kultur schließen. Alles, was du hier sehen kannst, ist in einer uns gänzlich unbekannten Sprache geschrieben. Wir fangen gerade erst an, sie zu lernen und ihren Sinn zu erfassen. Aha. Warum ist euch dieses Ornament so wichtig? Es ist der Schlüssel zu einem Portal. Mehr werde ich dir dazu nicht sagen. Aha. Ich will mich dem Ring des Wassers anschließen. Was? Woher weißt du das denn schon wieder? Wer? Laris, ich bring ihn um. Er hat gegen unsere erste Regel verstoßen. Niemand spricht über den Ring des Wassers. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich traue dir nur, solange ich dich im Auge habe. Es war Vatras, der mir alles über den Ring erzählt hat. Was? Vatras? Großartig. Von allen Wassermagiern auf der Insel musstest du ausgerechnet an den einen geraten, der dich nicht kennt. Ich warne dich, mach dieses Mal keine Dummheiten. Ich werde mir Mühe geben. Ach ja, so ein unangenehmer Zeitgenosse. Da du dir ohnehin nicht nehmen lassen wirst, auch die anderen Magier von ihrer Arbeit abzuhalten, kannst du einem von ihnen auch eine Nachricht von mir überbringen. Sag Riordian, dass ich ihn hier bei mir zu sehen wünsche. Er hält sich im hinteren Bereich des Gewölbes auf. Du wirst ihn schon finden. Ganz bestimmt. So, schwerer Ast, Goblin-Skelett. Geil. Geil. Nichts zu holen. Hammer, mega, ultra. Nichts zu holen. Geil. Steinwächter, alte Münze, spektakulär. Spektakulär. Oh, Steintafel. Das ist doch feini. Kann man das ja eigentlich lesen? Ne, es ist einfach nur eine... Einfach nur eine Säule. Ist ja auch noch eine Steintafel? Nö. Na, man kann nicht alles haben. Ja gut, ohne das Snapperkraut wäre es aber auf jeden Fall ziemlich... Nichts zu holen. ...ziemlich schwierig geworden. Man muss ja echt die Augen offen halten, ne? Da liegen... Einfach so... magische Schrifttafeln rum. Hola, ¿qué tal? Was machst du da? Ich erforsche die Kultur des alten Volkes. Aus den Inschriften geht hervor, dass sie lange vor unserer Zeit lebten. Ich weiß noch nicht genau, wann sie diese Hallen errichtet haben, aber ihre Zivilisation war weit entwickelt. Sie haben jenseits der Berge eine Stadt errichtet und einen Tempel für Adanus. So geil. Kommt einfach angelaufen, ohne Begrüßung, ohne irgendwas. Was machst du da? Eine verlorene Stadt auf der Insel von Korinnis? Ja, bisher haben wir in dem Glauben gelebt, die ganze Insel zu kennen. Wir sind davon ausgegangen, der komplette Nordosten der Insel wäre ein gewaltiges Bergmassiv. Doch wir haben uns geirrt. Hinter diesen Bergen liegt ein Tal. Dort befand sich die Stadt des alten Volkes. Nur zu gerne würde ich die Bauwerke der Stadt sehen, aber wahrscheinlich sind sie längst zu Staub zerfallen. Entspanne er sich. Wie
Wie alt schätzt du den Bau hier? Nun, ich kann nichts Genaues sagen, aber er muss schon mehrere hundert Jahre alt sein. Hat der Satoras das echt gesagt? Ja, Dian. Aha. Warte mal. Satoras wünscht dich zu sehen. Ist er mit seinen Nachforschungen schon weitergekommen? Dann werde ich sofort zu ihm gehen. Wenn du mehr über diese Anlagen erfahren willst, sprich mit Nefarius. Er befindet sich weiter hinten in diesen Gewölben. Aha. Alle sind irgendwie immer weiter hinten in diesen Gewölben. Einer weiter hinten als der andere. So. Immer schön die Augen offen halten. Ich könnte eigentlich auch mal eine Fackel bemühen, aber es ist ja eigentlich relativ gut erleuchtet hier. Alte Steintafel, jawohl, ja. Sehr schön. Sehr schön. Tür. Womit denn? Womit denn? Womit denn? Das höre ich zum ersten Mal. Das ist eine schlimme Sache. Das ist eine schlimme Sache. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Ja, das weiß ich auch nicht. Ich hätte das anders gemacht. Bei der Arbeit? Diese Gewölbe sind mir ein einziges Rätsel. Unvorstellbar, dass sie bisher noch niemandem aufgefallen sind. Wir konnten den Eingang mühelos freilegen. Die Menschen sind so sehr mit ihrem täglichen Einerlei beschäftigt, dass sich niemand dieses Bauwerk näher angesehen hat. Ich habe keine andere Erklärung dafür. Tja. Was ist deine Aufgabe hier? Ich versuche herauszufinden, wohin uns dieses runde Portal führen wird. Außerdem helfe ich Nefarius bei der Suche nach dem fehlenden Ornament. Sicher ist, dass das Portal zu einem Teil der Insel führt, den wir noch nicht kennen. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, jemals davon gehört oder gelesen zu haben. Hm. Ihr wollt tatsächlich durch das Portal gehen? Sicher. Vorausgesetzt, dass wir das fehlende Ornament finden, versteht sich. Ich gebe zu, es ist schon eine etwas riskante Angelegenheit. Aber wir müssen unbedingt herausfinden, was es mit diesen ständigen Erdbeben auf sich hat. Was weißt du über die Erdbeben? Irgendetwas auf der anderen Seite löst sie aus. Vermutlich ist diese Quelle auch verantwortlich für das Erwachen der Steinwächter. Aber das ist nicht meine Aufgabe. Satoras und Kronos können dir sicher mehr darüber erzählen. Was glaubst du, werdet ihr drüben finden? Ich bin mir da noch nicht sicher. Ich vermute, dass es auf der anderen Seite ein ähnliches Bauwerk wie dieses gibt und ein Gegenstück zu diesem Portal. Alles Weitere werden wir sehen, wenn wir da sind. Wie komme ich am schnellsten zurück in die Stadt? Du gehst am besten den gleichen Weg zurück, den du gekommen bist. Du könntest aber auch... Nein, das wäre zu gefährlich. Spuck's aus. Naja, die Erbauer dieser Hallen hatten ihre eigene Art zu reisen. Soweit wir das beurteilen können, konnten sie sich teleportieren. Das ist doch nichts Besonderes. Die Teleportersteine, die wir hier in Korinis gefunden haben, schon. Es scheint so, als würde der Teleporterstein hier in diesen Hallen zur Hafenstadt führen. Jedoch hat noch keiner von uns den Mut aufgebracht, ihn zu benutzen. Tja. Wo ist dieser Teleporterstein? Im Beckenraum gibt es eine Tür. Dahinter habe ich ihn eingeschlossen. Was wäre, wenn ich es versuchen würde, ihn zu benutzen? Keine Ahnung. Wir wissen darüber noch zu wenig. Es ist möglich, dass du es nicht überlebst. Ach was. Gib mir den Schlüssel. Ich will mir das Ding mal ansehen. Wirklich? Aber ich übernehme dafür keinerlei Verantwortung. Gib schon her. Wenn du meinst, hier hast du ihn. Alle Zahlen wie immer ohne Gewähr. Wo sind die anderen Teleportersteine? Wir haben bisher nur einen weiteren. Etwa im Zentrum von Korinis gefunden. In der Nähe der Taverne zur Toten Harpie. Mhm.
Kannst du mir etwas über die Magie beibringen? Wenn wir erst mal drüben sind, stehe ich dir zur Verfügung. Toll. Merdarion. Wo sind denn, wo waren jetzt der andere hier? Der fast genauso aussieht, nur ein bisschen andere Barttracht hat. Der ist eben weggegangen. Erstmal die anderen zulabern. Ach, da ist er ja. Seris Bonus. Kann ich kurz stören? Du bist es. Dass ich dich nochmal zu Gesicht bekomme, hätte ich nicht gedacht. Ganz schön mutig, dich nochmal bei uns blicken zu lassen. Es gab Zeiten, da hätten wir dir glatt das Fell über die Ohren gezogen. Du kannst froh sein, dass das schon ein paar Wochen her ist und sich alle wieder beruhigen konnten. Was machst du hier? Meine Aufgabe besteht darin, mehr über die Wächter des Tempels herauszufinden. Das ist schon ein harter Brocken, im wahrsten Sinne des Wortes. Diese Steinwächter haben eine mir völlig fremde Eigenschaft. In einem Moment stehen sie völlig leblos herum und im nächsten Moment stürmen sie wie besessen auf dich los. Ich habe ihre treibende Kraft noch nicht bestimmen können, aber eins ist sicher, sie ist magischen Ursprungs. Mhm. Erzähl mir mehr über diese Steinwächter. Viel kann ich dir bisher noch nicht sagen. Wir haben sie leider zerstören müssen. Jetzt sind sie ungefährlich. Als wir hierher kamen, haben sie uns angegriffen. Wir konnten sie nur mit vereinten Kräften besiegen und ich befürchte, dass hinter dem Portal noch mehr davon auf uns warten. Es muss einen Weg geben, ihre treibende Kraft zu bannen, sodass sie nichts weiter sind als Statuen und das auch bleiben. Ich meine, ob du die jetzt kaputt ballern oder so, oder die treibende Kraft bannen, ist doch egal, oder? Na gut, da sind ein paar schöne Statuen kaputt. Kannst du mir ein paar Ausrüstungsgegenstände verkaufen? Warum nicht? Wenn ich mich recht erinnere, haben wir damals schon gehandelt. Sag mir, was du brauchst. Alles. Ah, nee, passt, Alter. Danke. Haus rein. Haus rein. Merdarion. Hey, du. Dem hatte ich schon gesprochen. Mixier. Hey, du. Hey, du. Alles klar? Ganz schön mutig von dir, hier einfach so reinzuspazieren. Was machst du hier? Ich studiere die Sprache der Erbauer. Die Sprache ist der Schlüssel zum Verständnis des alten Volkes. Jeder von uns muss sie erlernen. Sonst wäre diese Expedition beendet, bevor sie überhaupt angefangen hat. Die Erbauer haben Steintafeln benutzt, um ihr Wissen weiterzugeben. Leider sind viele davon zerbrochen oder wurden schon vor langer Zeit gestohlen. Schade. Was steht denn so auf diesen Steintafeln? Sie erhalten das gesammelte Wissen des alten Volkes. Manche von ihnen erhöhen auf magische Weise das Wissen über Kampf und Magie. Für jemanden, der die Tafeln lesen kann, sind sie ein wahrer Schatz. Kannst du mir das Lesen der fremden Sprache beibringen? Tja, warum eigentlich nicht? Ich gebe gerne mein Wissen an dich weiter. Das ist nett. Lehre mich die fremde Sprache. Fangen wir erst einmal einfach an. Ich kann dich zu Anfang die Sprache der Bauern lehren. Texte, die in der Sprache der Bauern geschrieben sind, handeln in der Regel von weltlichen Belangen wie Arbeit, Liebe oder die Beschaffung von Lebensmitteln. Es war die gemeine Sprache der Stadt. Die meisten Texte, die man hier findet, wirst du damit verstehen können. Sprache der Bauern. Ich habe 10 Lernpunkte, aber muss jetzt nicht sein. Ich will erstmal stärker werden. Hey! Wie sieht's aus? Was machst du denn hier? Das ist ja eine Überraschung. Ich dachte, man hätte dich getötet. Beinahe. Es gab einen riesen Wirbel um dich, weißt du das? Ich habe Saturas kaum wiedererkannt. So außer sich war er wegen der Sache damals. Was ist das für ein Portal?
Wir vermuten, dass es in das verlorene Tal führt, in dem die alte Kultur ihre Stadt gehabt haben muss. Aber der Stein hinter dem Portal besteht aus meterdickem, massiven Fels. Auch gibt es keine Anzeichen für Teleportationsmagie. Sehr mysteriös. Sehr mysteriös. Weißt du schon, wie man es aktiviert? Eins der fehlenden Ornamente scheint eine Art magischer Schlüssel zu sein. Wir werden es brauchen, um weiterzukommen. Es muss genau in die ringförmige Vertiefung neben dem Portal passen. Ich habe einen Teil des Ornaments mitgebracht. Ja? Ja, das ist großartig. Hast du eine Ahnung, wo die anderen Teile sind? Den alten Inschriften nach wurde es in 4 Teile zerbrochen. Und es sieht so aus, als könnten sich die Teile immer noch auf der Insel befinden. Ich habe mit Medarions Hilfe einige der Inschriften übersetzt. Dort finden sich Hinweise darauf, wo die verbliebenen Stücke sind. Hier, auf dieser Karte habe ich einige Stellen markiert. Sieh dich dort um. Du solltest auf alte Bauwerke achten. Vielleicht sind sie schon etwas verfallen und nicht mehr klar erkennbar. Es könnte alles Mögliche sein. Ein großer Findling, ein Steinkreis, ein Mausoleum oder ähnliches. Aber was rede ich? Du wirst es schon finden. Viel Erfolg. Dankeschön. Aus welchem Grund wurde das Ornament zerbrochen? Wer auch immer das getan hat, wollte verhindern, dass das Portal jemals wieder geöffnet wird. Je länger ich auf die Inschriften starre, desto mehr erkenne ich, dass die Priester der alten Kultur wahrlich keine Dummköpfe waren. Es gab einen guten Grund, dass sie die Region dahinter unzugänglich gemacht haben. Wir wissen nicht, was uns dort erwarten wird, aber sicherlich ist es nichts Gutes. Wegen der fehlenden Ornamente? Ja? Wie viele waren es nochmal? Insgesamt sind es 4. Die anderen solltest du dort finden, wo ich die Markierung auf deiner Karte gemacht habe. Mhm. So, das ist die Vertiefung. Habe ich jetzt mit allen gelabert? Glaub schon. Ja, sieht gut aus. Jutti. Dann probieren wir doch mal den Teleporter aus, würde ich sagen. Schlüssel. Was zur Tür des Teleportsteins im Portaltempel? Ich frage mich, ob ich sowas dann auch knacken kann. Ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht reinlaufe, aus Versehen. Erstmal die Truhen hier. Vom Schlösser knacken verstehe ich nicht. Ach scheiße, das habe ich noch nicht gelernt. Ja, verdammt. Ja, gut, das muss ich dann auch lernen. Kriege ich das hier irgendwie auf? Nee, ne? Na gut, dann speichern und los. La 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 la. Knappes Ding. Knappes Ding. Tja, ist ganz gut, wenn man schon weiß, dass da ein Ork ist. Hey, hey, nicht so schnell! Alleine hier draußen herumzuspazieren ist gefährlich. Wo kommst du denn her? Geht dich nichts an. Wie du meinst. Aber jammere nachher nicht, wenn sie dir die Haut abziehen. Schönen Tag noch. Ebenso. So eine Laberbacke. Jetzt erstmal pennen.
Und danach nehme ich ein bisschen Bogenunterricht. Bei Bartok. Damit ich aus größerer Entfernung treffen kann, das macht nämlich sehr viel aus. Aber so ohne weiteres, das ist nicht. Ich bin ja noch Anfänger. Ich glaube, das braucht ein bisschen. Alles klar? Ja, aber vor die Stadt gehe ich nicht mehr. Zumindest nicht in nächster Zeit. Der Schreck mit dem Ork steckt mir immer noch in den Knochen. Ich will besser mit dem Bogen umgehen können. Okay, dann lass uns mal sehen, ob ich dir was beibringen kann. Mit Sicherheit. Na also, du bist schon treffsicherer geworden. Aber ich frage mich eben, ob das dann auch die Reichweite verbessert oder nur irgendwie, Entschuldigung. Oder nur die Crit-Chance. Das weiß ich halt nicht. Gut, dass ich jetzt eine Karte habe, das ist sehr schön. Auf ausdrückliche Anordnung des ehrenwerten Lord Hagen ergeht folgender Erlass. Aber dort, wo Adanos stand, ward ein Ort. So, hatte ich jetzt eigentlich nochmal Fälle gekriegt, oder was? Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Auf dem Weg hatte ich ja, glaube ich, Viecher umgelegt. Jawohl, 7 Wolfsfälle, sehr schön. Das gibt jedes Mal 10. Naja, okay. Da bist du ja wieder. Ist zu vernachlässigen. Wo hast du das? Ich habe hier ein paar Fälle für dich. Wolfsfell, das ist gut. Gute Arbeit. Wenn du mehr hast, komm zu mir zurück. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Oh, oh, oh. Jagdbogen habe ich schon. Warum hört eigentlich keiner? Na gut. Den Ring der Geschicklichkeit, den könnte ich mir noch gönnen. Der kostet aber 500. Ich habe mir das. Wenn ich jetzt den Gürtel der Kraft verticke, ja gut, dann 75. Weg mit den Schwertern. Schwere Äste 21. Ich habe was anderes gehört. Wolfszahn 82, sehr schön. Ja, so kriege ich es doch hin. Warum hört eigentlich keiner auf mich? Ja, warum hört eigentlich keiner auf dich? Gürtel der Kraft kann weg. Damit habe ich genug Kohle. Das war doch klar. Zack. Ich will das Maximum aus momentan. Aus meinen momentanen Möglichkeiten raus. Noch mehr. Noch mehr. Jetzt habe ich nämlich 35 Geschick und bin 20% mit dem Bogen und 15% mit einhändigen Nahkampfwaffen. Aber ja, auch nur wegen des Degens. Okay, gut, dann. Was gibt's für Quests? Das Portalsteintafeln, die Teleportsteine, der einfache Weg zu den Söldnern. Die Vermissten. Ja, dann laufe ich jetzt nochmal mit Laris los. Das bietet sich an. Und es wird noch viel schlimmer. Das weißt doch inzwischen. Ehrlich, ich habe es selbst erlebt. Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Das ist mal wieder typisch. Hey, da bin ich wieder. Ich glaube da nicht dran. Du, mir geht es besser. Hast du schon mal einen Teleporterstein benutzt? Nein, aber ich hörte davon. Die Wassermagier sind sich bei den Dingern noch nicht sicher. Ich hab's schon ausprobiert. War ja klar. Du hast vor gar nichts Angst, was?
Nun, wenn du die Dinger benutzen willst, dann frag mal Orlan, den Wirt, ob er dich in seine vernagelte Höhle lässt. So viel ich weiß, hat er einen dieser Teleportersteine für die Wassermagier in der Nähe seiner Taverne versteckt. Du gehst aus dem Osttor der Stadt und folgst einfach dem Weg. Dann kannst du sie gar nicht verfehlen. Ja, du kannst mir hinbringen, ne? Ah ja. Kannst du mir helfen, durch den dichten Wald im Osten zu kommen? Okay, aber was willst du da? Ich bekam von Nefarius den Auftrag, nach weiteren Ornamenten zu suchen. Eine Stelle, an der ich suchen soll, ist mitten im Wald. Ich verstehe schon. Der ist dir alleine noch zu gefährlich, was? Kein Problem. Sag mir, wann du los willst. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Das gibt wieder schöne Erfahrungen. Nice. Hatte ich ganz vergessen, dass es auch geht. Ach, ja, da oben, das ist im Osten, ja, im Nordosten ist das. Das eine ist ja da mitten auf dem Fell, das andere ist ja schön entspannt bei Lobards Hof. Also gar kein Thema, gar kein Thema. Ja, das ist das Einzige, was nervt. Machen wir das erstmal. Hey! Hey! Okay, lass uns gehen. Wohin? Wohin? In den dichten Wald im Osten. Dann wollen wir mal. Folge mir. Ja. Schmatz. Ja, hier. Hat doch einer voll abgeschmatzt. Ja, der meinte, ich hätte abgeschmatzt, aber das ist Quatsch, weißt du? Dann habe ich ihm erstmal richtig schön mit der Faust. Richtig schön mit der Faust eine mitgegeben. Oder irgendwie sowas. Wer kennt es nicht? Ich finde das immer sehr entspannend, wenn Laris einfach die Drecksarbeit erledigt. Ein Lilia sprach zu einem weiteren Wesen. Habe da. Er erzählt alles weiter. Das ist doch kein Geheimnis. Ich finde es geil, dass alle Leute gleich groß sind hier. Aber genau gleich groß. Gut, wir haben nicht alle die dieselbe Statur. Das muss man mal sagen. Ja, nicht schlecht. Also mit dem Bogen mache ich es, glaube ich, mittlerweile schon ganz gut Damage. Wenn ich noch einmal aufsteige, dann kann ich, glaube ich, schon zum Schützen werden. Weil ich dann nochmal 10 mehr Bogen... Fertigkeit erlange. Das ist gut. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich könnte zu diesem Zeitpunkt schon mehr Erfahrung haben, aber ich habe es ja nicht. Eieieiei. Ganz entspannter. Ja, so ein normaler Goblin, der ist kein Problem. Wieso zieht er eigentlich jetzt nicht seine Rüstung an? Hast du dir das mit dem Wald auch gut überlegt? Willst du da wirklich rein? Klar, Mann. Ja, gut, mein Freund. Dann folge mir. Jetzt wird's eklig. Da ist ja die Rüstung. Okay. Ich glaube, er musste erstmal Anlauf nehmen. Oh, jetzt habe ich ihn getroffen. Entschuldige bitte. Dieser Bogen ist so unhandlich. Da ist nichts. Wahnsinn. Das ist so überdimensioniert. Riesig. Ist Laris unverwundbar? Fragezeichen. Bäm, Alter. Das war ein Crit, bestimmt. Einen Moment bitte, ich muss hier kurz Pilze sammeln. Nichts zu plündern. Hallo.
die Fresse rein. Ja, da ist ja eine Höhle, ne? Nichts zu holen. Ist schon geil, muss ich sagen. Also, nichts zu plündern. Bogenschießen. Warte mal. Bringt Freude. Vor allem, wenn man sich alles, man alles auf eine Sache fokussiert und möglichst früh hochlevelt, das ist übertrieben stark. Der schafft es auch immer in meine Schussbahn zu laufen, der Laris. Das ist ein nicht so echt ein Profi. Und es gibt immer schön hier. Komm her, Mist! Immer schön Fälle. Ist aber auch echt. Präventiv arbeitet der. Der metzelt alles nieder, was auch nur einigermaßen in seinen Radius kommt. Irgendwie schon mal um die Feldräuber. Ja, nee, damit hat er nicht gut genug fallen. Geh weg! Komm her, Mistvieh! Hä? Der tote Feldraum hat meine Pfeile geblockt. Was mit dir, Mistvieh? Der hat einfach meine Pfeile geblockt. Ist so fett. Da ist nichts zu. Der lag auf dem Boden und trotzdem habe ich da reingeschossen. Nichts zu holen. Da ist nichts zu plündern. Nichts zu holen, nichts zu plündern. Ach, das ist wieder so ein Skelett. ...150 geben, ja, das ist noch zu stark auf jeden Fall. Da ist nichts zu holen. 150. Nichts zu holen. Nicht zu holen. Mach schnell, ich will dir so schnell wie möglich wieder weg. Entspanne er sich. Gut. Snapperkraut, sehr schön. Ich speichere und dann wollen wir mal. Bam, 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 bam. Schalter. Drücken. Steintafel. Snapperkraut. Heilkraut. Ah, Schalter. Okay. Feuerkraut. Feuerkraut. Und Schalter. Neuer Tagebuch-Eintrag. Eieiei, komm Junge, Laris, gib Gas, mach. Bringt das was mit den... Nein. Ups, boah, hab ich Glück gehabt, dass sie mich verfehlt hat. Und Laris hat Aggro. Na? Alter. 100... Was war's mit dir, Mistvieh? 180. Nichts zu holen. Da habe ich ein Ornament. Sehr schön. Bruchstück eines großen Ornamentrings. So, den Rest wirst du hoffentlich alleine schaffen. Ich gehe dann wieder. Ach komm, Mann. Gib mir doch mal ein bisschen Erfahrung von den ganzen Viechern, die hier sind. Hier ging es, glaube ich, hoch zum Sonnenkreis, ne? Ich will ja nicht spoilern. Ich will ja nicht spoilern. Gut. Ja, jetzt bin ich schon wieder nah dran am nächsten Stufenaufstieg. Da ist nichts zu holen. Das geht echt fix dann. Vielleicht kann ich noch ein bisschen was pullen, aber wenn der dann die Viecher umbringt, dann kriege ich die Erfahrung nicht, weil wir jetzt nicht mehr in einem Team sind. Kann ich ihm eigentlich sagen, dass er mich jetzt noch zu einem Großbaum bringen soll? Warte mal. Okay, lass uns gehen. Wohin? Ah, geil. Zu Onas Hof. Dann wollen wir mal. Folge mir. Folge mir.
Das wusste ich gar nicht, dass das auch von da einfach geht. Ich dachte, das geht nur von der Stadt aus. Ja, schön. Aber... Ah, das ist jetzt die Frage. Wie läuft der jetzt? Läuft der jetzt die Treppe runter oder läuft der jetzt über die Brücke? Über die Brücke wäre geil. Weil da sind noch Banditen und so. Aber ich denke nicht, dass er das so macht. Wäre aber schon cool, muss ich sagen. So, hier wird es wieder lichter. Ah, schade. Schade. Naja. Man kann nicht alles haben. Leider, leider sind wir hier schon lang gelaufen. Und der bringt einen, glaube ich, dann auch wirklich nur bis auf Höhe der Taverne. Badadabam. Bam, bam, badadam, badadam, badadam. Ich glaube, der bringt einen nur bis da vorne. Ach, da ist er ja schon wieder. Das ist doch alles nur geredet. Spricht er mich an? Ja. Sieh mal an, wer da reingeschneit kommt. Der Bauernjunge. Du kommst mir gerade recht. Das will doch keiner mehr hören. Wer bist du überhaupt? Das geht dich einen feuchten Dreck an. Wenn ich dir erzählen wollte, wer ich bin, dann hätte ich das schon getan. Klar? Ah, ja. Was willst du denn von mir? Hast du immer noch Probleme mit den Stadtwachen? Ich geb dir gleich Probleme, du Wicht. Ich suche einen Kerl. In der Stadt war er nicht zu finden und die Geigen hier haben auch keine Ahnung. Er ist schlank, dunkelhaarig und trägt meist eine rote Rüstung. Soviel ich weiß, war er damals ein Sträfling in der Kolonie. Ich glaube, sein Name beginnt mit einem D. Irgendwann muss das hier so kommen. Du redest von Diego. Kann sein, dass das sein Name ist. Ich bin mir nicht sicher. Ich werde es wohl erst wissen, wenn ich vor ihm stehe. Sonst noch was? Ja, du Großmaul. Ich hab noch was. Ich brauche Waffen. Ich brauche Proviant. Gold wäre auch nicht schlecht. Sonst noch was? Das war doch schon Gold. Wir alle wollen Gold. Gold? Mach schon sein. Und was machst du damit? Versäufst dein Gold in der Kneipe oder verprasst es im Bordell, so wie ich dich einschätze. Und du hast einen besseren Plan, ja? Du würdest dich unter einem Stein verkriechen, wenn du wüsstest, was ich schon alles auf die Beine gestellt hab. Also sei nicht so vorlaut, sonst stopfe ich dir dein großes Maul. Wenn er das nicht sieht. Hast du in der Stadt keinen Waffenhändler gefunden? Das ist nicht dein Ernst, oder? Die haben doch nur Schrott. Hier hast du 10 Goldmünzen. Du armer Schlucker, kannst deine Kröten behalten. Ich hab da eine bessere Idee. Nicht weit von hier gibt es eine Höhle. Ich bin früher schon mal hier gewesen und habe an einigen Stellen meinen Kram vergraben. Die Höhle ist mir alleine ein wenig zu gefährlich. Ich will, dass du mir dabei hilfst. Ah ja. So, jetzt würde ich aber gerne wissen, wie das funktioniert. Weil ich bin jetzt noch mit Laris unterwegs. Lass uns deine Höhle aufsuchen. Komm mit. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Ich würde jetzt gerne mal wissen, was jetzt passiert, weil ich bin ja mit Laris unterwegs. Und Laris läuft weiter. Interessant. Man kann mit 2 Leuten gleichzeitig unterwegs sein. So, wir sind da. Aha. So. Den Rest des Weges wirst du alleine zurücklegen. Ich muss zurück in die Stadt, hab noch ein paar Sachen zu erledigen. Folge einfach dem Weg hier und denk daran, setz dich durch und lass dir nichts gefallen. Dann läuft schon alles glatt. Warte mal. Wie geil.
Okay. Wohin? Wohin? Nirgendwohin mehr. Jetzt geil, wie der Greg einfach weiterläuft. Lässt sich nicht irritieren, dass ich mit einem gequatscht habe. Hä, und die Wölfe haben ihn einfach ignoriert? Oder was? Ah. Oh. Krieg ich die Erfahrung? Nein, ich krieg die Erfahrung nicht. Scheiße. Ah, oh, du ein Mistvieh weniger. Wenigstens krieg ich die Fälle. So, mein Freund, hier ist die Höhle. Ich gebe dir schon meine Hacke. Irgendwo da drin habe ich den Kram vergraben. Ich hab die Stelle mit einem Kreuz markiert. Worauf wartest du noch? Geh rein und hol das Zeug. Was ist mit dir? Jemand muss doch auf unseren Rückzug achten. So, und jetzt rein mit dir. Ist klar. Feige. Nichts zu holen. Feige. Gut. Ein. Macht schon Bock, muss ich sagen. Er ist halt auch ein schwarzer Goblin, das ist nicht so geil. Okay, alles klar. So, Greg, mach dich mal nützlich. Ein Mistvieh weniger. Da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Wenigstens hat er jetzt mal irgendwas gemacht hier. Ah, scheiße, noch ein Schwarzer. Upsi. Darf ich das so sagen? Schön enge Kurven laufen. Oh, Junge, lern zielen! Ein Mistvieh weniger. Da ist nichts zu holen. Die halten auch viel mehr aus, ne? Zum Glück habe ich so viel Buddlerfleisch. Und Dunkelpilze. Wenn das in Wirklichkeit nur auch so wäre, einfach irgendwelche Pilze, die man im Wald findet, mampfen und dann einfach alle Wunden heilen. 88 Leben habe ich im Moment, ja, okay. Speichern. Ja, ja. Alle Goblins sind ja gar kein Problem für mich. Easy peasy, lemon squeezy. Nichts zu holen. So, Spitzhacke habe ich. Kalafell. Zange. Wo ist denn die Spitzhacke? Bin ich irgendwie blind oder so? Taucht im Inventar nicht auf. Wackel, Dietrich, Zange, Gletscherquarz, Säge. Wanne, Anstänge, Sumpfkraut, Hammer, Gold. Nö. Taucht nicht auf. Okay. Wahrscheinlich, weil es ein Questgegenstand ist oder so. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Großartig. Da ist nichts zu holen. So, steht da jetzt. Ein Lederbeutel, ein paar Münzenklimper darin. Nichts zu plündern. Nichts zu plündern. Eine Spruchrolle haben sie hier. Warum auch immer. Okay, das geht nicht mehr. Den habe ich noch nicht ausgenommen. Gib mir alles, was du hast. So, jetzt bin ich noch in einem anderen Raum. Einfach nur, weil ich es kann. Zack. Ah, Mann! Wo warst du denn so lange? Hast du schon was gefunden? Ja, ich habe ein Säckchen mit Gold ausgegraben. Her damit! Hier hast du es. Das ist gut.
dann sind sie immer noch dort. Bist ja doch zu was zu gebrauchen. Okay, hör zu. Ich habe noch mehr vergraben. Und du wirst es mir wieder beschaffen. Also, auf dem kleinen See mit den zwei Wasserfällen ist eine kleine Insel. Dorn müsste ein Versteck von mir sein. Weiter oben auf dem Weidenplateau habe ich auch zwei Stellen, an denen ich was vergraben habe. Die eine Stelle ist hinterm Bauernhof da oben und die zweite neben dem Eingang zum Pass bei den Wasserfällen. Es führt eine Treppe hinunter von den Feldern des Bauern dort oben zu denen des Großbauern. In dem Talkessel am Ende der Treppe ist eine weitere Stelle. Ich werde bei der großen Kreuzung bei den Feldern des Großbauern auf dich warten. Enttäusch mich nicht. Das würdest du bereuen, klar? Laber nicht. Mach dich nützlich. Mach dich nützlich. Gut gemacht. Ein Drecksvieh weniger. Hat er sich gerade selber gelobt? Komischer Typ. So, was haben wir hier noch? Rohes Fleisch, rohes Fleisch, rohes Fleisch, Brot, gebratenes Fleisch, gebratenes Fleisch. Ja gut, hat sich jetzt nicht mehr so gelohnt. Aber besser als nichts. Gut. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Nichts zu plündern. Nichts zu plündern. Wie die immer so vollkommen aggro durch die Gegend laufen. Nichts zu plündern. Nichts zu holen. Oh. Wertvolle Innenstatue. Ha! Da ist nichts zu plündern. Die ist mehr wert als die Kohle. Nichts zu plündern. Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Wie die einfach die ganze Gegend plättet, die ganze Fauna. Ja. Ein Mist viel weniger. Geil, die habe ich gekriegt. Da ist nichts zu holen. Lurker kann man nicht. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Ich nichts muss da noch zu mehr lernen. Nichts zu holen. Noch mehr lernen. Ach ja. So, die kann ich selber wegmachen. Zack. 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 So kann man natürlich auch mit dem Bogen umgehen aus nächster Nähe. Da ist nichts zu plündern. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. 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 Da ist nichts zu holen. Nichts zu Scavenger. Scavenger. Wie der schnell aus seinem Platz gelaufen ist. Oh, der Held kommt. Der Held kommt. Zu beschäftigt. Ne, zu gelangweilt. So weit von zu Hause noch unterwegs? Hier draußen musst du vorsichtig sein. Besonders, wenn du alleine unterwegs bist. Aha. Was machst du denn hier draußen? Naja, die Taverne ist mir zu teuer. Deshalb habe ich mich hier niedergelassen. Die vorherigen Bewohner brauchen es anscheinend nicht mehr. Praktisch. Wer waren die Bewohner dieses Lagers? Keine Ahnung. Wahrscheinlich irgendwelche Jäger. Vermutlich ist es ihnen hier draußen zu gefährlich geworden. Ist es hier draußen nicht zu gefährlich? Naja, nicht, wenn man sich verteidigen kann. Meine Armbrust hat mir schon so manchen guten Dienst erwiesen. Besonders groß ist sie ja nicht. Aber tödlich, wenn man weiß, wie man mit ihr umgehen muss. Ich hatte schon mal eine größere. Die ist mir leider abhanden gekommen. Ich hatte mich zu weit nach Norden in die Berge vorgewagt. Es gibt dort einen großen Steinkreis mit einem Opferaltar. Als ich dort oben Scavenger jagte, kamen diese ekelhaften, untoten Wesen aus dem Wald und griffen mich an. Alles, was ich noch tun konnte, war, um mein Leben zu rennen. Dabei ist mir meine Armbrust aus der Hand geglitten. Ich wette, sie liegt noch heute da oben bei dem seltsamen Steinkreis im Norden. Dramatisch. Kannst du mir was beibringen? Wenn du zahlen kannst. Wie gesagt, ich bin zurzeit etwas mittellos. Wie viel verlangst du? 150 Goldstücke. Vielleicht später. Ja, vielleicht später. Vielleicht niemals. Stört denn das, wenn ich an die Truhe gehe? Hm. Nö. Anscheinend nicht. So,
paar Schafsfelle im Wolfsfell. Wolfsfell. Schafsfell. Nagelkeule. Vom Schlösserknacken verstehe ich nicht. Scheiße. Vom Schlösserknacken verstehe ich nicht. Ach Mann, ich muss das lernen. Gibt's doch nicht. Das lerne ich auf jeden Fall als nächstes. Der geht mir jetzt so viel durch die Lappen immer. Das muss ich lernen. Ah, kann ich jetzt auch. Ich bin ja aufgestiegen. Dann kurz zurück in die Stadt. Bam. Da ist nichts zu holen. Bam, 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 bam. Nichts zu holen. Alle Scavengers hier ausgelöscht. Das ist wirklich nicht mein Problem. Erzähl mir nichts, ich kenne sowas. So toten hab ich. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Hola, ¿qué tal? Wer bist du? Ich bin Orlan, der Wirt dieser bescheidenen Schenke. Was suchst du, Fremder? Vielleicht ein ordentliches Schwert oder einen guten Harnisch? Einen guten Schluck aus den ländlichen Brennereien oder nur eine Information? Das kann ich dir alles geben und noch mehr, wenn deine Münze rollt. Bilde ich mir das nur ein oder starrst du meinen Ring an? Ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll. So, so. Ich hätte das anders gemacht. Es ist ein Aquamarin. Schon mal einen gesehen? Ja, das habe ich. Willkommen im Hauptquartier, Bruder des Rings. Was kann ich für dich tun? Naja, noch bin ich ja nicht offiziell drin. Irgendwann muss das hier so kommen. Kennst du den Typ mit der Augenklappe? Ich habe ihn hier schon mal gesehen. Ein übler Bursche. Er hat sich damals mit einer riesigen Kiste in einem meiner Zimmer oben einquartiert. Die Miete für das Zimmer hat er nur bezahlt, wenn man ihn ständig danach gefragt hat. Und selbst dann hat er sich nur damit Zeit gelassen. Dann war er eines Tages einfach verschwunden. Seine Kiste auch. Ich will mit solchen Kerlen nichts zu schaffen haben. Kerlen? Kerlen? Das wird sich nie ändern. Welche Rüstung kannst du mir anbieten? Ich habe hier ein sehr schönes Stück, das dir sicher gefallen wird. Nicht drauf verlassen. Ja, toll, habe ich schon. Mir erfährt keiner was. Ich denke darüber nach. Wie du meinst. Aber warte nicht zu lange. Ja. Von mir erfährt keiner was. Er stellt sich das immer so einfach vor. Wie läuft deine Pinte? Es gab schon bessere Zeiten, weißt du? Der Geldbeutel hängt bei den Leuten nicht mehr so locker wie früher. Ich hätte das gemacht. Das will doch keiner wissen. Das ist eine schlimme Sache. Was kostet ein Zimmer bei dir? Für einen Bruder des Rings? Das muss man doch mal zuhören. Gar nichts. Hier hast du den Schlüssel für die oberen Zimmer. Such dir eins aus. Oh, nett. Da muss man doch mal zuhören. Zeig mir deine Ware. Klar, Bruder des Rings. Ja, genau, Barbarenstreitaxt, 150, 150, easy, easy. Ring der Verteidigung, Ledergürtel habe ich schon. Ja, ich kaufe alle Pfeile, die mir unterkommen. Ich könnte mir so etwas nicht erlauben. Leichter Zweihänder, ja, leicht ist gut. Der ist so leicht, dass man nur 75 Stärke benötigt, um den zu führen. Ach, schlechter. Na gut. Das will doch keiner mehr hören. Hast du schon mal einen Teleporterstein benutzt? Bist du wahnsinnig? Solange mir kein Wassermagier sagt, dass sie ungefährlich sind, werde ich mich ihnen keine 10 Fuß nähern. Sie haben mich damit beauftragt, einen dieser Teleportersteine zu verstecken. Und das ist auch schon alles, was ich damit zu tun haben will. Er hat auf die falschen Leute gehört. Wo ist dieser Teleporterstein? Im Süden. Nicht weit von meiner Taverne entfernt ist eine Höhle. Da haben die Wassermagier einen dieser Dinger gefunden. Mhm. Kann ich diesen Teleporterstein mal sehen? Von mir aus. Hier hast du den Schlüssel. Ich habe den Eingang verbarrikadiert. Das ist doch mal gut. Oh, danke schön. Er stellt sich das immer so einfach vor. Dann nehme ich doch mal den Teleporterstein. Man weiß gar nicht mehr. Bam, 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 bam.
Achso, wie viel Geld, wie viel Kohle wollte der denn nochmal haben? Hier der. So, im Süden. War das nicht hier irgendwo? Oh nee, komm, nerv nicht. Immer schön drauf. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen, nichts zu holen, da ist nichts zu holen, nichts zu holen, da ist nichts zu plündern. Ah, ist ein bisschen gruselig hier mit dem Nebel und allem. Wilfried Ukara, 722 bis 764. Unbekannt. Welträuber, nervt bitte nicht. Oh, das sieht einfach drei Schüsse aushalten. Hä, wieso kriegt er keinen Schaden? Was ist das denn für eine Scheiße? Hallo? Hallo? Was soll das? Er hat einfach keinen Schaden gekriegt. Das finde ich nicht in Ordnung. Also wirklich. Oder der Held, der kann aber auch essen, ne? Wahnsinn. Er hat einen gesunden Appetit, meine Herren. Wurst. Wurst. Also der eine Feldroller muss aber noch dran glauben, ey. Blutfliege weg. Blutfliege weg. Da ist der Feldräuber. Ach, der hat doch Schaden gekriegt. So, weg mit dir. Du warst dreist, das ist Wahnsinn. Da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Stirb doch, Alter. Ey, was ist das? Oh, du Missgestalt, ey. Versteht nicht, was das für ein Bug ist. Das ist so ein komischer Bug. Wenn zwei Feldräuber da sind, dann kriegt irgendwie einer keinen Schaden oder so. Mann. Mich, da ist nichts zu. Oder der wird irgendwie zwischen den aufgeteilt. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Scheiß ist. Ich weiß nur, dass ich ein paar Würste essen muss und einen Eintopf. Tut auf jeden Fall gut. Meine Güte. Meine eine Armee mit versorgen, was der alles wegspachtelt. Da ist nichts zu plündern. Da ist nichts zu. Habe ich ihn doch nicht geplant. Sepp. Unbekannt, Budlerfleisch. Da ist das. Da ist das Ding. Ist die Taverne überhaupt da abgebildet? Da das Xardas Turm. Ist direkt hier hinter. Anscheinend. Ne, dahinter ist der. Komisch. Wo ist das denn jetzt südlich von der Taverne? Das nervt mich, dass es nicht abgebildet ist. Oder soll die das da oben sein auf diesem Plateau? So, Tür. Da ist der Teleporterstein. Und da ist eine Tafel. Die nehme ich natürlich sehr gerne an mich. Und hier liegt noch Zeug rum.
Weiß nicht, ob die Magier das waren oder wer sonst. Ah ja. Und da komme ich dann wieder zurück. Hierhin. Toll. Richtig für den Arsch. Oh Mann. Warte mal. Die Teleportersteine scheinen gut zu funktionieren. Du hast es tatsächlich getan? Du bist wirklich hineingegangen? Ja. Sie funktionieren offensichtlich immer noch. Unglaublich. Das muss ich mir nachher noch genauer ansehen. Wie? Wie willst du das ansehen? Will er den Helden irgendwie untersuchen oder was? Ohne Klamotten? Bounce chicka wow. Ah, jetzt bin ich schon wieder so weit weg von der Stadt. Na gut, ich kann mich hin teleportieren, dann muss ich halt wieder vor dem Ork weglaufen. Hilft alles nichts. Wat mut, ne? Und dann, was wollte ich dann machen? Ah ja, Schlösser knacken wollte ich lernen, aber ich habe keine Kohle. Ich habe nur 37. Was, eine Nagelkeule gibt 450? Wahnsinn. Da ist die Spitzhacke, okay. Gut, da ist die Spitzhacke. Gut, 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 gut. Ein Beutel voller Münzen, den kann ich natürlich nutzen. Die Felle kann ich verticken. Oh, diesmal sind die Wölfe am Start. Mann. Frage ist, hält das Snapperkraut auch noch an, wenn ich durch das Ding gelaufen bin? Ja. Das gute Snapperkraut. Sehr schön. Ja, ist natürlich nicht unbedingt eine sichere... Vor allem, der hatte überhaupt nicht erzählt, der Held, dass da einfach ein Ork ist, wo man sich hin teleportiert. War anscheinend nicht so wichtig. So, erstmal zur Bossbar und die Sachen verticken und dann sehen wir weiter. Und so sprach Adanos zu seinem Brüdern. Da bist du ja wieder. Ja, da bin ich ja wieder. Ich habe hier ein paar Felle für dich. Schafsfell? Du hast doch nicht etwa bei irgendeinem Bauern die Schafe auf der Weide abgeschlachtet. Würde mir nie im Traum einfallen. Wolfsfell, das ist gut. Gute Arbeit. Wenn du mehr hast, komm zu mir zurück. Zum Keilerfell sagt er nichts. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Oh, oh. Das hat sich überhaupt gar nicht gelohnt. Also bei Harad, zu sein, bringt viel mehr Kohle. Wir können nur abwarten. 160. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Er hat voll in der Statur nur 15. Oh, ich habe noch einen Lederbeutel. So, wie viel will er jetzt nochmal haben dafür? Der Halsabschneider. Hey! Kannst du mir beibringen, wie man Schlösser knackt? Du hast Krittas Schulden bei Matteo bezahlt. Scheinst mir ein anständiger Kerl zu sein. Ich werde dir beibringen, was du wissen wirst. Allerdings kann ich es nicht umsonst tun. Ich habe immer noch einen Haufen Schulden und brauche das Geld. Wie viel verlangst du? 200 Goldstücke. Okay, das kann ich bezahlen. Die kommen ja schnell wieder rein. Gut. Hier sind die 200 Goldstücke. Das Geld wird mir sehr helfen. Wir können anfangen, sobald du bereit bist. 10 kostet das, aber ist es wert. Bring mir bei, wie ich ein Schloss knacken kann. Du brauchst nur einen Dietrich.
Wenn du ihn im Schloss vorsichtig nach rechts und links bewegst, kannst du den Mechanismus aufhebeln. Aber wenn du ihn zu stark oder zu schnell in die falsche Richtung bewegst, dann wird er dir abbrechen. Je geschickter du wirst, desto weniger Dietriche brauchst du. Das ist eigentlich schon alles. Geil. Kannst du mir Dietriche verkaufen? Wenn ich noch welche habe? Wenn ich noch welche habe. So, jetzt habe ich 6 Stück. Und jetzt kann ich auf Fischzug gehen. Danke, Torben. Noch ein Beutel hatte ich, krass. Sterntafel der Lebensenergie, Sterntafel des Armbrustschützen, Magie. Sehr schön. So, jetzt bin ich komplett pleite. Ne, ich habe noch 50, warte. Wenn ich noch welche. Ja, so, einen Dietrich, jetzt den einen will ich noch haben. 12, ne? Dum. Ja, und ich bin... Ach, oder kosten die 10? Oh, Mann. Ja, okay. Da habe ich jetzt doch noch Geld, verdammt. Ja, gut, bin jetzt nicht absolut pleite, aber so ziemlich. Das könnte ich eigentlich auf Fischzug gehen. Und Belia verlieh ihm einen Teil seiner göttlichen Macht. Göttlichen? Auf das ist das Land zerstört. Göttlich. Ist natürlich jetzt ziemlich unauffällig, hier so einfach mich reinzuschleichen, wo alle Leute es sehen können. Bin da im Regal. Schon ein paar feine Sachen. Muss ich ja mal sagen. Ich rede mal hier mit dem, wie heißt er? Jora. Enos zum Gruß, Fremder. Wenn du ein gutes Sortiment für Reisende suchst, dann bist du bei mir richtig. Aber ich warne dich, wenn du vorhast, dich bei mir zu bedienen, ohne zu bezahlen, rufe ich die Stadtwache. Moment mal, sehe ich etwa aus wie ein Dieb? Ha, du wärst nicht der Erste, der sich heute an meinen Sachen bereichert. Du bist bestohlen worden? Beweisen kann ich's nicht. Der Typ war verdammt clever, hat sich vorgestellt als Rengaru, wenn das überhaupt sein richtiger Name war. Treibt sich schon die ganzen letzten Tage am Marktplatz rum. Und jeden Abend säuft er sich einen an am Bierstand die Straße runter. Ich wette, der Mistkerl versäuft mein Geld. Hab nur mal einen Moment nicht aufgepasst und mein Geldbeutel war weg. Schweinerei sowas. Ich könnte dir dein Gold wieder beschaffen. So? Und warum solltest du das tun? Weil ich einfach ein herzensguter Mensch bin. Also, ich hoffe, dass der Chat funktioniert. Da stand gerade eben neue Verbindung. Falls jemand geschrieben hat, da steht das nur willkommen im Chat. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt gleich sehe, dass Leute geschrieben haben und ich jetzt irgendwie die ganze Zeit nicht geantwortet habe. Aber jetzt habe ich, weil ich sehe gerade, ich habe 4 Zuschauer. Das freut mich natürlich sehr. Liebe Grüße. Unbekannterweise teilweise wahrscheinlich. Okay, jetzt ist wieder eine 2 da. Egal, das ist... Jetzt habe ich es verhext. Ich suche Hinweise auf die Diebesgilde. Kann schon sein, dass ich dir weiterhelfen kann. Pass auf. Wenn du mir mein Gold von diesem Rengaru wieder besorgst, werde ich dir sagen, was ich weiß. Warum hast du nicht die Stadtwache gerufen? Die Stadtwache reagiert nur, wenn ein Dieb auf frischer Tat ertappt wird. Und als ich gemerkt habe, dass mein Geldbeutel fehlt, war der Mistkerl schon wieder weg. Toll. Wie viel Gold war in dem Beutel? 50 Goldstücke. Das ist eine verdammte Menge in diesen beschissenen Zeiten. Ich werde mal sehen, was ich machen kann. Sei vorsichtig. Wenn du den Mistkerl einfach umhaust, werden die Stadtwachen eingreifen. In letzter Zeit ging es hier ziemlich rau zu und seit die Paladine da sind, greifen die Wachen bei Schlägereien in der Stadt hart durch. Also lass dir was einfallen. Werd ich. Mann, der ist richtig angepisst, aber... Na gut.
Was weißt du über die Diebesgilde? Pass auf. Wenn du mir mein Gold von diesem Rengaro wieder besorgst, werde ich dir sagen, was ich weiß. Okay, okay, ist ja gut. Komm. Eieiei, es ist schon dunkel. Naja, ich bin ja nicht aus Zucker. Der hält es recht nicht. Jora meinte, du hättest sein Gold. Verdammt, nichts wie weg. Verdammt, nichts wie weg. So, dann joggen wir mal ganz gemütlich hinterher. Was rekordverdächtig, das Tempo. Wahnsinn. Der ist ja richtig fit. Hola, ¿qué tal? Hab ich dich. Was willst du von mir? Du hast am helllichten Tag Jora beklaut. Und der hat dich auch noch dabei gesehen. Also abgesehen davon, dass du ein mieser Dieb bist, würde ich sagen... Du erzählst mir jetzt mal, wer du bist. Ich bin nur ein armer Schlucker und versuche irgendwie über die Runden zu kommen. Was bleibt mir denn anderes übrig? In der Stadt finde ich keinen Job. Okay, verstehe. Verschon dich mit deinem Gejammer. Alles klar. Du gibst mir jetzt Joras Gold. Ich habe einen Anteil an der Beute verdient. Ich habe einen Anteil an der Beute verdient. Na schön, ich schätze, ich habe keine andere Wahl. Ich gebe dir die Hälfte ab. Hä? Wieso war das auf einmal die Stimme des Helden? Was ist denn da passiert? Nein, du gibst mir alles. Nein, du gibst mir alles. Du nimmst mich also aus. Na gut, dann nimm das Gold. Und jetzt lass mich in Ruhe. Ich sollte dich der Miliz übergeben. Was willst du denn noch? Ich hab nichts mehr. Lass mich laufen, Mann. Warum sollte ich das tun? In der Stadt ist es immer gut, die richtigen Leute zu kennen und es sich nicht mit ihnen zu verderben. Ich könnte ein gutes Wort für dich einlegen. Mehr kann und werde ich dir dazu nicht sagen. Der Rest liegt an dir. Tja, was machen wir denn da? Na gut, komm. Zieh Leine und lass dich hier nicht mehr blicken. Das wirst du nicht bereuen. Danke, Mann. Okay. Ja, mal gucken, ob ich da irgendwann mal was von habe. Jetzt erstmal pennen. Des Kampfes zu üben und sich angemessen zu bewaffnen. So kann man aber auch Schlägereien vorbeugen, wenn alle Leute schön trainieren und sich körperlich ertüchtigen, sage ich mal. Ist ja eigentlich auch so, wenn man irgendwie Kampfsport-Training absolviert oder so. Die Leute, die das machen, die kommen eigentlich nie, laufen eigentlich so gut wie nie Gefahr oder sind auch nie in Schlägereien verwickelt. Einfach, das schärft erstens das Bewusstsein, Gefahrenbewusstsein, zweitens kann man viel besser deeskalieren und weiß aber auch, wo man sich aufhalten sollte und wo nicht und wie man tritt auch viel selbstbewusster auf und wird dann auch viel seltener irgendwie blöd angemacht und so. Ja. Schlimme Zeiten sind das. So. Das ist doch kein Geheimnis. Wegen des Diebes. Ja, wie sieht's aus? Hast du ihn geschnappt? Und noch viel wichtiger, hast du mein Gold? Was schreit er denn so? Warum soll ich mich denn noch alles kümmern? Wer ist mir entkommen? Und was ist mit meinem Gold? Ist es mit ihm entkommen? Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Hier hast du deine gestohlenen 50 Goldstücke zurück. Enos sei gepriesen. Es gibt auch noch Gerechtigkeit in der Stadt. Das habe ich schon immer gesagt. Ich will ein Teil des Goldes als Belohnung. Wenn du Gold willst, dann bring die Diebe zur Strecke und kassier das Kopfgeld bei Lord André. Ich muss mich jetzt wieder um meine Kunden kümmern. Alter, wie unverschämt. Was weißt du über die Diebesgilde? Gut, pass auf. Alles, was ich dir jetzt sage, hast du nicht von mir, klar? In der Hafenkneipe hängen oft zwielichtige Gesellen herum. Ich wette, der Wirt weiß was. Wenn du vorhast, die Diebe aufzuspüren, solltest du mal mit ihm reden. Du könntest zum Beispiel so tun, als ob du eine krumme Tour durchziehen willst. Ich glaube da nicht dran. Vielleicht geht er darauf ein, aber sei vorsichtig. Mit diesen Leuten ist garantiert nicht zu spaßen. Schlimme Zeiten sind das. Zeig mir deine Ware.
wenn ich es nicht Kompositbogen. Buchenbogen, alter Schwede. Das darfst du keinem erzählen. Und da haben sie an den Schaden und die benötigte Geschicklichkeit einfach noch eine Null dran gehängt. Ja. Von Preis her. Das habe ich schon immer gesagt. Boah, 700. Oder kann ich jetzt sowieso noch nicht mit umgehen. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Aber es ist gut zu wissen, dass es auch dass der so schöne vor allem in der hier man sieht einfach nur Fische, Kartoffeln, Paprika, Reis und was hat er im Angebot? Zeig mir deine Ich hab was eine Folteraxt und Bögen und sowas. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was da von in seinem ich weiß nicht, wie nennt man das in seiner wie nennt man das denn? Auslage oder wie auch immer das da liegt. Was ist das eigentlich für ein Medaillon? Was kann das? Amulett der Eichenhaut, Schutz vor Fallen 10. Ah, nee. Brauche ich nicht. Ich bin Hakon, der Waffenhändler. Glückwunsch. Kann ich etwas für dich tun? In diesen Tagen sollte jedermann eine Waffe tragen. Vor allem, wenn er außerhalb der Stadtmauern unterwegs ist. Der erzähle ich gar nichts mehr. Hallo, Bubab. Wie ist es? Alles klar soweit? Schönen guten Abend. Weißt du etwas über die Paladine? Ja, die Kerle versauen mir mein Geschäft. Ja. In der ganzen Stadt kannst du höchstens noch Kurzschwerter kaufen. Alles, was länger als eine Elle ist, haben sie sich unter den Nagel gerissen. Dafür darf ich jetzt umsonst im Hotel wohnen. Puh. Er sollte lieber den Mund halten. Man gönnt sich ja sonst nichts. Ja, aber ist ja momentan auch deutlich zu teuer und kann ich sowieso nicht benutzen. Erzähl mir mehr über die Gegend außerhalb der Stadt. Es ist verdammt gefährlich geworden da draußen. Zum einen wegen der Banditen und zum anderen wegen der wilden Tiere. Selbst die Tiere scheinen in diesen beschissenen Zeiten nicht genug zu fressen zu haben. Sie wagen sich immer näher an die Stadt ran. Skandal. Wo bekommst du deine Waffen her? Harad, der Schmied, hat mich bisher immer beliefert. Jetzt produziert er nur noch für die Paladine. Er arbeitet Tag und Nacht, wie bescheuert. Umsonst für die Kerle. Er denkt, es wäre seine Pflicht. Alles, was ich dir anbieten kann, sind Restbestände. Was weißt du über das Verschwinden der Bürger von Korinis? Ich habe schon viele durch das Stadttor im Osten schreiten sehen. Einige sind gekommen, die ich in meinem Leben noch nie vorher gesehen habe. Und viele sind dort hinausgegangen und kamen nie wieder. Aber neulich geschah etwas, das war schon befremdlich. Da war so ein Kerl bei mir. Ich glaube, Joe ist sein Name. Er prahlte damit, dass er bald zu großem Geld kommen würde. Er wüsste angeblich, wie man in einen der Stadttürme, in denen die Miliz ihre Waffen aufbewahrt, hineinkäme. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Obwohl er mir sonst jeden Tag etwa um die gleiche Zeit über den Weg gelaufen ist. Ich habe das der Miliz gemeldet und dachte, vielleicht haben sie ihn erwischt. Und ich finde ihn da im Kerker wieder. Lord André wusste aber nicht, wovon ich rede. Er kannte den Typen nicht einmal. Eigenartig. Ja, Spoiler Alert. Ja, tut mir leid. Du musst das Spiel selber spielen, dann kann ich dich auch nicht spoilern. Also ich werde jetzt hier nicht den Stream beenden, deswegen. Entweder du kommst damit klar oder ja, spielst selber oder guckst halt nicht zu, ne? Aber bist mir natürlich sehr gerne als Zuschauer willkommen. Schrägstrich Zuschauerin. Das ist doch kein Geheimnis. Was weißt du über die Banditen? Was ich von ihnen weiß? Auf dem Weg in die Stadt haben sie mich ausgeraubt. Und ich bin nicht der Einzige. Die treiben hier schon seit geraumer Zeit ihr Unwesen. Die Miliz hat zwar mal versucht, sie aufzuspüren. Aber ohne Erfolg. Ich glaube da nicht dran. Der erzähle ich gar nichts mehr. Das ist ja schrecklich. Weißt du, wer von der Miliz an der Suche beteiligt war? Der Kerl heißt Pablo. Er war mit ein paar anderen auf der Suche nach dem Banditen. Aber gefunden haben sie nicht. Weißt du, wo ich Pablo finden kann? Er patrouilliert durch die Stadt. Du findest ihn entweder am Tempelplatz oder in der Unterstadt. Wo bist du überfallen worden? In der Nähe von Akils Hof. Geh einfach hier vorne aus dem Stadttor hinaus und folge dem Weg nach rechts. Dann kommst du nach einer Weile zu ein paar Treppenstufen. Von dort kamen die Kerle. Ich wette, die haben in dem Wald dahinter ihr Versteck. Möglich, möglich. Ich werde mich darum kümmern. Was? Du willst dich mit den Banditen anlegen? Du alleine?
Du bist wohl ein guter Kämpfer, was? Wie viel ist dir die Sache wert? Das ist eine gefährliche Sache. Naja, mir soll's recht sein. Ich zahl dir 100 Goldstücke, wenn du die Banditen besiegst. Na, 100. Zeig mir deine Ware. 100 Goldstücke, dein Ernst? Milizgürtel. Ledergürtel. Schlachtaxt, ja, komm. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Schlimme Zeiten sind das. Ach, erzähl mir nicht sowas. Er redet einfach zu viel. Den ganzen Tag arbeiten, also was macht denn sowas? Das ist ja schrecklich. Was weiß ich, das ist schrecklich. Zeig mir deine Ware. Ich glaube, dann such dir was aus. Ja, hatte ich vor. Er hat aber auch nur wieder Müll, ey. So ein Opfer. Mein Mann sieht das anders. Die Sarah hatte viel besseres Zeug. Naja, gut, aber ich spiele ja den Ganoven, also insofern... Von mir aus. Von mir aus, insofern... habe ich das jetzt eben so durchgezogen. Die ist jetzt im Knast. Und jetzt muss ich mit Kanta vorlieb nehmen. Was soll's. So, dann würde ich mal sagen, ins Hafen, ab ins Hafenviertel und schauen, was wir da so in Erfahrung bringen können, in Bezug auf die Liebesgilde. Aber ich sollte demnächst mal ein bisschen schleichen und ein bisschen die Truhen hier plündern. Aber das macht man am besten nachts, wenn es dunkel ist und alle schlafen. Ja, ja. Also ich meine, ich habe mich jetzt schon mit Rengaro gut gestellt. Ich habe mich mit Kanta gut gestellt, obwohl ich nicht weiß, ob der jetzt mit der Diebesgilde zu tun hat. Aber ist ja möglich. Ich habe das noch nie so richtig ausgeschöpft, dieses Szenario. Was geht? Wie sieht's aus? Wenn du was trinken willst, dann bestell dir was. Sag mir nicht, was ich tun soll. Du kriegst doch bestimmt eine Menge mit. Und? Was geht dich das an? Ich habe immer ein offenes Ohr für Neuigkeiten. Hast du auch einen offenen Geldbeutel? Jede Information, die ich dir gebe, kostet dich 10 Goldstücke. Niemals. Vergiss es. Ich hole mir meine Informationen woanders. Okay, okay, ich gehe runter auf sie. Aha. Nein, ich bin nicht auf deine Informationen angewiesen. Hey, warte. Okay, 5 Goldstücke. Aber das ist mein letztes Angebot. Na also. Warum nicht gleich so? Ach, ich bin einfach nicht mehr in Form, aber was soll's? Der Handel gilt. Geil. Ich brauche Informationen. Komm wieder, wenn du genug Gold hast. Ach, scheiße. Verdammt. Ah nein, ich bin ja pleite. Ja, nee. Was bringt denn der Stachel? 25. Der Stachel enthält ein giftiges Sekret. Kann ich dem eigentlich was verticken? Gib mir was zu trinken. Ja. Gut, dann kann er die Statue haben. Und ein paar Goblin-Knochen. Ich weiß nicht, warum ein Wirt sowas annimmt. Aber er wird schon wissen. Er wird schon wissen. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Ich meine, eigentlich könnte ich die Kleidung verticken, aber irgendwie will ich das nicht. Die Armbrustbolzen können aber weg. Ja, das reicht jetzt eigentlich schon mal für die Infos. Ich brauche Informationen. Was weißt du über die vermissten Bürger? Nur so viel, dass die letzten Tage einige Leute nicht mehr aufzufinden sind. Hier am Hafen ist es besonders schlimm, sagt man sich. Frag doch mal die Leute hier im Hafen. In der Unterstadt soll es auch einige Fälle gegeben haben. Wenn du mehr darüber wissen willst, sprich mit Coragon. Er hat seine Kneipe in der Unterstadt und bekommt vielleicht das ein oder andere mit. Der Fischhändler Halvor unten am Kai könnte auch was wissen. Viele Leute gehen regelmäßig zu ihm. Mhm. Wer zählt zu den einflussreichen Bürgern der Stadt?
Hier unten am Hafen wirst du niemanden finden. Der einzige mächtige Mann hier ist Lema. Der Geldverleiher wird zwar nicht gerne gesehen, aber er hat Gold und andere einflussreiche Bürger haben Schulden bei ihm. Die Händler und Handwerker haben auch viel Einfluss. Zu viel für meinen Geschmack. Wer hat alles Schulden bei Lema? Wenn du das wissen willst, wirfst du am besten mal einen Blick in sein Schuldenbuch. Dürfte nur ziemlich schwierig sein, da ranzukommen, ohne dass er es merkt. So viel wie ich weiß, trägt das nämlich immer bei sich. Dafür muss ich Taschendiebstahl lernen. Verdammt. Das kann ich noch nicht. Wo kann ich Arbeit finden? Hier im Hafenviertel wird dir kaum jemand Arbeit geben. Da musst du schon in die Unterstadt zu den Handwerkern gehen. Aber wenn du eine gute Waffe schwingst, dann kannst du ja Alrik herausfordern. Er kämpft für Gold hinter dem Lagerhaus. Bei wem kann ich hier was lernen? Hier im Hafenviertel gibt's ein paar fähige Leute. Karl, der Schmied, ist ein kräftiger Bursche. Er kann dir bestimmt zeigen, wie du stärker wirst. Alrik versteht sich aufs Kämpfen. Und Laris ist ein geschickter Gauner. Er ist auch gelegentlich hier im Hafenviertel. Und wenn du verrückt genug bist, den alten Ignaz aufzusuchen, der kennt sich mit Tränken aus. Wo finde ich all diese Leute? Junge, bis ich dir das erklärt habe, hat der König den Krieg gegen die Orks gewonnen. Schau dich einfach im Hafenviertel um, dann wirst du sie schon finden. Und wenn du keine Ahnung hast, dann kauf dir doch eine Karte bei Brahim. Den findest du leicht. Er hat seine Hütte direkt neben meiner Kneipe. Dafür hätte ich eigentlich das Doppelte nehmen sollen. Naja, geht so, ne? Gibt es hier auch spezielle Arbeit, bei der ich schnell was verdienen kann? Was Spezielles also? Ich brauch sie das nicht. Soll ich mich denn noch alles kümmern? Sprich mal mit Nagur. Vielleicht kann er dir weiterhelfen. Hast du noch was Spezielles für mich? Ich hätte da schon was. Ist allerdings nur interessant, wenn du ein Mann mit vielseitigen Talenten bist. Was hast du für mich? Nun, Zuris, der Trankhändler am Marktplatz, beherbergt zurzeit den Feuermagier Daron als Gast. Und? Er hat extra für ihn eine neue Truhe bei Torben, dem Tischler, anfertigen lassen. Angeblich hat dieser Daron eine ganze Menge wertvollen Kram mitgebracht. Aber von mir hast du das nicht gehört, klar? Natürlich nicht. Gut, vielen Dank. Schönen guten Tag. Cardiff meinte, du hättest einen Job für mich. Also, du suchst also einen speziellen Job, okay. Aber es läuft nach meinen Regeln, verstanden? Was soll das heißen? Das heißt, du tust das, was ich sage und kriegst ein Drittel vom Gewinn. Wenn dir das nicht gefällt, dann gibt's auch keinen Job. Wir arbeiten zusammen, also machen wir auch halbe-halbe. Okay, ich habe mir gedacht, ich probiere es einfach mal. Natürlich teilen wir unseren Gewinn gerecht. Sehr schön. Okay, was ist dein Plan? Du kennst doch den Händler Baltram, oder? Falls nicht, wird es Zeit, dass du mal mit ihm redest. Dieser Baltram hat einen Boten, der ihn mit Waren von Akils Hof versorgt. Das heißt, er hatte einen Boten, denn ich habe ihm die Kehle durchgeschnitten. Und Baltram muss jetzt einen neuen einstellen. Das wirst du sein. Dein Job ist es, dich von Baltram einstellen zu lassen und die Lieferung von Akil abzuholen. Die bringst du mir und ich verkaufe sie dann an einen interessierten Kunden. Der lässt ein hübsches Sümmchen dafür springen. Und versuch bloß nicht, den Kram selbst zu verkaufen. Hast du alles verstanden? Wie hoch wird der Gewinn sein? Kann ich nicht genau sagen, aber ich schätze mal 400 Goldstücke. Ja, ordentlich. Wo ist Akils Hof? Verlasse die Stadt durch das östliche Tor, das direkt am Marktplatz ist. Wenn du dem Weg nach rechts folgst, kommst du bald an ein paar Stufen, die in den Stein gehauen sind. Geh dort hinauf und du kommst zu Akils Hof. Wann soll ich mit Baltram reden? Du kannst sofort losgehen. Er sollte inzwischen wissen, dass sein Bote nicht mehr auftauchen wird. Der erzähle ich gar nichts mehr. Wo finde ich Baltram? Er hat seinen Stand am Marktplatz. Alles klar, kann losgehen. Gut, dann mach dich auf den Weg. Aber wenn du versuchst, mich reinzulegen, bist du bald so tot wie der Bote. Vergiss das nicht. Das habe ich.
Ja, ist ja gut. Meine Güte. Die haben alle Vertrauensprobleme, die Leute. Aber kein Wunder, wenn die so einer zwielichtigen Arbeit nachgehen. Er redet einfach zu viel. Gut. Ist halt auch irgendwie komisch, wie das alles so miteinander wachsen ist, irgendwie alles so durcheinander. Also ich meine, der Baltraum ist ja auch ein Bruder des Rings, des Wassers, aber trotzdem betrüge ich den jetzt, aber sind ja eigentlich auch Kumpel. Alles ein bisschen verworren, alles ein bisschen, ja, chaotisch, ne? Jeder hat so seine Interessen. Das macht's spannend. Ja, geile Grafik, ne? Ach, erzähl mir nicht so. Erzähl ich gar nicht. Hast du Interesse an einem Job? Klar, worum geht's? Mein Boot ist nicht zurückgekehrt und ich warte auf eine Lieferung vom Bauer Akil. Und wie viel ist dir die Sache wert? Ich gebe dir 50 Goldstücke. Das weiß doch inzwischen jeder. Gut, ich bin dabei. Okay, sag Akil einfach, dass du von mir kommst. Er wird dir dann ein Paket geben. Das bringst du zu mir. Wo finde ich Akils Hof? Geh einfach hier vorne durch das Osttor raus und folge dem Weg nach Südosten. Nach kurzer Zeit kommst du an eine Steintreppe. Die gehst du rauf und von da kannst du Akils Hof schon sehen. Geil. Zeig mir deine Ware. Ja, der hat wirklich nur Müll. Also, tut mir leid. Ich habe was anderes gehört. Geht ja gar nicht. Mein Mann sieht das anders. Er redet einfach zu viel. Ist das eigentlich Yogi Löw? Oh nein. Nein. Das Spiel ist einfach abgestürzt. Oh, verdammt. Wie war das nochmal? Steuerung. Ich habe das vergessen. Wie war nochmal die Tastenkombination? Ah ja, geil. Oh Mann, ey. Wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Steuerung Alt-Q ist das. Gut, dass ich mich dran erinnert habe. Wir laden. 23.15 Uhr. Verdammt nochmal. Hey, du! Warte mal, hat er mir die Quest jetzt gegeben? Der falsche Bote. Ja, okay, gut. Ist noch nicht so lange her, zum Glück. Ich brauche Informationen. Ja, nichts mehr. Gut. Muss einfach nur wieder zurücklaufen, dann hat er mich wieder da, wo ich war. Schwein gehabt. Was ich ihm fragen wollte, ist das Yogi Löw da, Bubab? Ist der Kopf hinter diese Grafik? Sieht irgendwie so aus. Von der Frisur her könnte das passen. Ah, die Sonne scheint, herrlich. So, nochmal kurz quatschen. Hast du Interesse an einem Job? Klar. Bla bla bla. Zack. Ups, das Mikro. Das habe ich schon immer gesagt. Das jute Mikro. Ich glaube da nicht dran. Schlimme Zeiten sind das. Sehe ich auch so. So, nochmal speichern. Baltrams Lieferung. Wenn ich Baltrams Lieferung bringe, zahlt er mir 50 Goldstücke, der falsche Bote. Ich soll mich von Baltram als neuen Boten einstellen lassen, dann soll ich die Lieferung von Bauer Akil abholen und zu Nagur bringen. Baltram hat mich als Bote eingestellt, jetzt muss ich die Lieferung von Akils Hof abholen. Ich hab was anderes gehört. Gut. Wer sich mit dem Spiel ein bisschen auskennt, weiß ja, dass es bei Akils Hof was Interessantes gibt. Und ja. Müssen wir mal schauen, wie wir das bewältigen. Nicht wahr? Ach, diese Musik. So herrlich idyllisch.
Ich liebe es. Oh, da geht's runter. Da geht's runter. Bam, 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 bam. Zählt denn sowas? Speichern. Okay. Möglich ist alles. Mein Mann wird von diesen Halsabschneidern bedroht. Wir sind königstreue Bürger der Stadt und die Söldner wollen uns ausrauben. Jetzt steh doch da nicht herum. Tu doch irgendwas. Hilf uns. Die Kati. Arkels Hof wird von Söldnern bedroht. Das ist kein Geheimnis. So. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Alles klar. Sobald hier einer was Falsches sagt, geht der Tanz los. Also halt lieber die Füße still, sonst gibt's ein Gemetzel. Kämpfst du mit? Ich werde nicht hier herumstehen, wenn der Tanz beginnt. Aber ich werde es auch nicht heraufbeschwören. Wer erzählt denn sowas? Wieso kam man jetzt gerade nochmal... Achso, das war jetzt einfach derselbe Tagebucheintrag, nehme ich an. Okay. Dann... Wer erzählt denn sowas? Ich finde das so geil, die haben einfach den normalen Dialog, aber eigentlich wollen die die Fresse polieren. Gibt's Schwierigkeiten? Nein. Es ist alles in Ordnung. Es ist besser, wenn du jetzt gehst. Bist du sicher? Ja, es ist alles in Ordnung. Du, ich kann jetzt nicht mit dir reden. Armer Akil. Aha. Was dich auch immer hergeführt hat, besser du vergisst es und verschwindest. Hey, Kleiner, hast du dich verlaufen? Geh zurück aufs Feld und pflück ein paar Rüben. Du bist zur falschen Zeit am falschen Ort. Also ich würde sagen, wenn du leben willst, dann verschwindest du jetzt, kapiert? Du bist ja immer noch hier. Also du hast jetzt die Wahl, Fremder. Verpiss dich oder stirb. Ich will nur was abholen. Wir auch. Wir waren zuerst hier. Also verpiss dich. Das muss ich dir wehtun. Jetzt hast du was mit dem Ohr? Oder willst du unbedingt sterben? Na, jetzt ist es zu spät. La 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 la. Ach scheiße, ich wollte den. Ich hab halt. Das ist so nervig, man hat halt keine Chance gegen die. Aber ich will den Typen halt ausnehmen. Habe ich mit dem schon gesprochen? Meine Meinung kennst du ja schon. Ja. Okay. Das will doch keiner wissen. Was dich auch... Hey! Du bist ja immer noch... Ich will mich euch Söldnern anschließen. Ach ja? Dann verpiss dich! Sonst wirst du dich niemandem mehr anschließen. Ich habe dir eine Chance gegeben. Aber du willst es anscheinend nicht kapieren. Okay, dann werde ich dich jetzt umbringen. Engardo, machen wir sie fertig. Engardo war schon tot, geil. So, und den groben Zweihänder nehme ich auch. Danke. So, Alvarez, krepiere elendig. Das war's für dich. Boah, ihr Olle! Mann! Inno, sei Dank. Ich dachte schon, meine letzte Stunde hätte geschlagen. Mein Name ist Akil. Ich bin der Bauer dieses bescheidenen Stück Landes hier. Was waren das für Kerle? Das waren Söldner von Onas Hof. Was anderes als Plündern und Morden kennen diese Bastarde nicht. Ich hatte schon das Schlimmste befürchtet. Nun, ich danke Innos, dass es nicht so weit gekommen ist. Sag mir, was ich für dich tun kann.
Was macht der Bogen da? Wie wär's mit ein paar Goldstücken? Da muss ich dich leider enttäuschen. Wir sind arme Bauern. Es reicht gerade zum Überleben. Alles, was ich dir anbieten kann, ist eine Mahlzeit. Geh zu Kathi und lass dich von ihr versorgen. Ja, die Kathi hat den Typen aus... Ich muss gehen. Mach's gut. Ich wünschte wirklich, ich hätte mehr für dich tun können. Oh, mich das aufregt, Alter. Nicht so. Die hat ihm die Kohle abgenommen. Fratze, ey. Vor allem haben die jetzt Kohle. Die hat einfach Warte gelogen. Mal. Weil seine Olle dem Typen das Zeug abgenommen hat. Wie die sich auch innerhalb von einer hundertstel Sekunde direkt gebückt hat und alles gegrapscht hat. Hast du etwas über vermisste Bürger gehört? Du machst mir Spaß. Gehört, meinst du? Mir selbst fehlen einige meiner Leute. Tonak und Telbo haben bis vor 3 Tagen noch auf meinen Feldern gearbeitet. Und ich weiß genau, dass sie nicht einfach so sang- und klanglos den Hof verlassen würden. Trotzdem sind sie einfach verschwunden und niemand kann mir sagen, was mit ihnen passiert ist. Wenn du ein Lebenszeichen von ihnen finden solltest, dann sagst du mir doch Bescheid, ja? Klar. Was wollten die Söldner von dir? Weißt du das nicht? Ona, der Großbauer, hat sie angeworben. Sie bewachen seinen Hof und treiben für ihn die Pacht ein. Das heißt, sie ziehen von Hof zu Hof und nehmen sich, was sie wollen. Und wer nicht zahlen kann, der kriegt ihren Stahl zu spüren. Ja, klingt doch fair. Ich verstehe nicht, was mit dem Bogen abgeht, aber ich finde es sehr lustig. Du kennst dich doch in der Gegend aus. Klar. Was willst du wissen? Wo finde ich den Hof von Ona? Geh einfach wieder die Steinstufen runter und folge dem Weg weiter nach Osten. Irgendwann kommt eine Taverne. Da gehst du weiter nach Osten, bis du zu den großen Feldern kommst. Da lungern dann schon die Söldner rum. Was ist das für eine Taverne im Osten? Frag mal Randolph. Er weiß mehr darüber als ich. Er war schon ein paar Mal dort. Was finde ich in dem Wald hinter deinem Hof? Da gibt's nur jede Menge Monster. Wobei die Wölfe noch die ungefährlichsten sind. Angeblich sollen da auch noch ein paar Banditen ihre Höhle haben. Na, meinen Hof haben sie bis jetzt in Ruhe gelassen. So, so. Ich komme von Baltram. Ich soll ja eine Lieferung für ihn abholen. Dann bist du sein neuer Bote. Okay, ich habe das Paket schon fertig gemacht. Dankeschön. Ich muss gehen. Mach's gut. Ich wünschte wirklich, ich hätte mehr für dich tun können. Laber nicht. Davon kann ich mir nichts kaufen. Ein schweres Paket voller guter Sachen vom Bauern Akil. So, Randolph. Alles in Ordnung? Ja, mir geht's gut. Dieser Alvarez ist in letzter Zeit immer dreister geworden. Gut, dass es jetzt vorbei ist. Jetzt bräuchte ich einen kräftigen Schluck in der Taverne. Du kommst nicht aus der Gegend, Boah, richtig? War rassistisch. Ich komme von den südlichen Inseln. Irgendwann hieß es, sie bräuchten Leute in Korinis, wegen dem magischen Erz. Aber als ich ankam, war da diese riesige Barriere. Und da wollte ich nicht rein. Ich habe dann angefangen, im Hafen zu arbeiten. Nun, seitdem keine Schiffe mehr kommen, bin ich halt zu Akir gegangen. Naja, ich habe schon schlechtere Jobs gemacht. Du gehst in die Taverne? Das ist richtig. Jedoch in letzter Zeit nicht mehr. Ich kann es mir nicht leisten, dorthin zu gehen. Wieso das denn? Was genau passiert dort in der Taverne? Es wird dort gewettet. 2 Kontrahenten treten gegeneinander an und derjenige, der das meiste Bier verträgt, hat gewonnen. Am Ende habe ich nur noch verloren und nun muss ich erst wieder zu Geld kommen. Bitter. Gegen wen bist du angetreten? Gegen Ruka, den alten Mistkerl. Er hat mich bisher jedes Mal geschlagen. Doch werde ich irgendwie den Verdacht nicht los, dass mir dieses miese Schwein jedes Mal Wacholder ins Bier gekippt hat. Ich vermute, er hat den Wacholder in seiner verdammten Truhe versteckt, die immer bei ihm steht, dieser Dreckskerl. Jemand müsste ihm einfaches Wasser in die Truhe schmuggeln. Dann kann er von mir aus punchen, so viel er will. Wenn ich doch nur genug Geld hätte, um nochmal gegen ihn anzutreten. Lustig, lustig, tralalala. Engardo und Alvarez. Nichts zu plündern. Ja, ruht in Frieden, ihr Pisser. Speichern.
Hey! Bist du in Ordnung? Ja, mir geht's gut. Danke. Gib mir die Kohle, die du abgenommen hast. Warum wehrt ihr euch nicht gegen Onas Unterdrückung? Wir stadtnahen Bauern sind besser beraten, uns mit der Miliz der Stadt gutzustellen, als auf Onas Söldner zu bauen. Es gibt da aber auch noch Benga und Sekob, die lieber ihren Hof aufgeben würden, als für den König zu arbeiten. Ja, jedem das seine, ne? Oder sollen sie machen, wie sie wollen. Wo finde ich die Höfe von Benga und Sekob? Sie sind nicht weit vom Hofe des Großbauern entfernt. Geh weiter nach Osten. Dort wirst du sie finden. Ich meine, dann hätten die ja eigentlich auch keine Wahl. Wenn die so nah am Großbauern sind, die Stadtwache geht da ja sowieso nicht hin. Wahrscheinlich. Habt ihr nie daran gedacht, hier wegzugehen? Aus diesem Teil des Landes kommt man nicht so einfach weg. Das ganze Land ist umschlossen von einer hohen Felskette, die unüberwindlich ist. Die beiden einzigen Wege von hier fort sind der Pass ins alte Minental und der Hafen. Da wir uns die Überfahrt mit dem Schiff nicht leisten können und das Minental ein Land ohne Wiederkehr ist, werden wir hier bleiben müssen. Ja, ihr könnt euch auch ein Boot bauen. Was weißt du über den Pass? Ich bin selbst noch nie dort gewesen. Er muss aber irgendwo bei Bengas Hof auf dem Weidenplateau sein. Akil meinte, du hättest eine Mahlzeit für mich. Es sind schwere Zeiten für uns angebrochen, seit die Barriere nicht mehr da ist und das Land unsicher geworden ist. Hier hast du einen Laib Brot, etwas Fleisch und einen Schluck Wasser. Mehr kann ich leider nicht entbehren. Pass auf deinen Mann auf. Ich werde mich bemühen. Sehr gut. Hey! Sehr gut, Kati, sehr gut. Aus rein, ne? Ja, würde mich jetzt mal interessieren, was da so drin ist in der Truhe. Weil die haben ja echt nichts. Nee, komm, das lass ich. Das habe ich nicht nötig. So, hier ist noch diese lustige Sache, wo man die beiden Brüder gegeneinander aufhetzen kann, aber das mache ich vielleicht mal später. Habe jetzt keinen Bock drauf. Ich will jetzt das Paket abgeben. Dann gibt es nämlich ordentlich Kohle. Aber wenn es 400 sind und ich die Hälfte kriege, dann kriege ich nur 200. Ja, das habe ich jetzt gerade selber im Kopf ausgerechnet. Wahnsinn, ne? Muss ich mal schauen. Ich brauche irgendwie... Also ich meine... Ich habe erst 35 Geschick. Ich kann natürlich zum Hof gehen. Und das werde ich auch tun. Aber ich möchte jetzt irgendwie mal die Diebesgilde finden. Und ich will die Truhe ausnehmen. Von dem Feuermagier. Da muss ich wirklich warten, bis es Nacht ist. Von dem guten Daron. Er sollte lieber den Mund halten. Ach, erzähl mir nicht sowas. Das ist mal wieder typisch. Na, geht's dir gut? Was willst du denn noch? Ich hab nichts mehr geklaut. Ehrlich, Mann. Ehrlich, Mann. Das ist ja schrecklich. Der Bartok ging gerade so lustig. Der Fuß irgendwie total schief. Naja, gut. Kann ich einfach runterspringen, dann spare ich mir den Weg. Auf den Dächern gab es ja auch noch Zeug, ne? Yeah! Ich hab was anderes gehört. Sie hat einfach was anderes gehört. Ja, okay. Das muss man einfach so akzeptieren. Oder auch nicht. So, Junge, hier. Ich hab die Lieferung dabei. Gut gemacht. Ja, ich werde sehen, dass ich sie loswerde. Komm morgen wieder. Morgen. Bam, 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 bam.
So. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Hey. Hey. Was machst du hier? Ich baue hier ein Schiff, denn ich will hier weg. Und zwar so schnell, wie es nur geht. Aber so, wie es momentan aussieht, wird das Schiff niemals fertig. Warum hast du es so eilig? Bald werden die Orks kommen und die Stadt niederbrennen. Wie kommst du darauf? Junge, hast du schon die Paladine bemerkt, die überall rumlaufen? Was glaubst du, warum die hier sind? Ich sage dir, die sind hier, weil die Orks bald angreifen. Und das wird nicht schön. Kann ich dir irgendwie helfen? Ja, das kannst du. Finde heraus, was die Paladine vorhaben. Ich will wissen, warum sie hier sind. Und ich muss wissen, ob die Orks bald angreifen werden und wie weit sie von der Stadt entfernt sind. Es wurde nämlich schon einer von den Bastarden vor der Stadt gesehen. Bringe mir einfach alle Informationen, die du kriegen kannst. Ich muss wissen, wie viel Zeit mir noch bleibt, um das Boot fertig zu kriegen. Warum wird dein Schiff nicht fertig? Ach, wir haben 1000 Probleme. Der Rumpf ist noch nicht stabil und es fehlen noch viele Bretter. Aber ich habe kaum noch Gold, um neues Material zu kaufen. Und in der letzten Lieferung hatten sich Wanzen eingeschlichen. Meine Jungs arbeiten nicht produktiv. Der eine will vor allem ein schnelles Schiff, der andere macht sich Gedanken um eine Galionsfigur. Als ob wir nichts Wichtigeres zu tun hätten. Des Weiteren kommt einer meiner Leute einfach nicht mehr zur Arbeit. Ich kriege langsam Angst, dass der Bau sich deswegen noch weiter verzögert. Dir fehlt ein Arbeiter? Ja, sein Name ist Monty. Der Kerl hat sich einfach in Luft aufgelöst. Das faule Schwein macht sich scheinbar irgendwo bei den Bauern ein schönes Leben. Ich hätte ihn eben nicht im Voraus bezahlen sollen. Wann hast du Monty das letzte Mal gesehen? Er ist schon mindestens 2 Tage nicht mehr zur Arbeit erschienen. Es sind noch mehr Leute verschwunden, habe ich mir sagen lassen. Na, das sag ich doch. Da geht's schon los mit dem Übel. Der Fischer Farim hat mir auch schon sowas erzählt. Sein Kumpel William ist nicht mehr da. Da stecken doch bestimmt die Orks dahinter. Wo finde ich diesen Farim? Er ist Fischer. Ich glaube, er hat seine Hütte in der Nähe des Proviantlagers der Paladine. Aber genau weiß ich das nicht. Was ist denn so im Hafen los? Die Orks rücken uns auf den Pelz und du fragst nach dem Hafen? Ich wollte ja nur... Das größte Problem, das wir haben, ist, dass im Hafen nicht genug Schiffe liegen, um uns von hier zu verdrücken. Um ehrlich zu sein, liegt hier nur ein Schiff und das gehört den Paladinen. Die lassen uns bestimmt nicht damit abhauen. Meinst du? Hey! Arbeiter, Arbeiter. Na gut. Okay. Jack. Ahoi, du Landratte. Bist wohl hier gestrandet, was? Siehst ein bisschen blass aus um die Nase. Mach dir nichts draus, mein Jung. Eine steife Brise vom Meer und das wird schon wieder. Danke. Was machst du hier? Damals als junger Mann bin ich noch zur See gefahren und habe so manchen großen Sturm miterlebt. Vor vielen Jahren habe ich mich dann hier niedergelassen und war lange Zeit Leuchtturmwärter von Corinis. Keine aufregende Sache, wirklich nicht. Aber dieser alte Turm kam dem, was man zu Hause nennt, am nächsten. Bin schon ziemlich lange nicht mehr oben gewesen. Warum nicht? Seit diese Bengel in meinem Leuchtturm hausen, habe ich mich keine 20 Schritt mehr rangetraut. Ganz übles Pack. Das sind Verbrecher aus dem Minental, musst du wissen. Oh oh. Es gab diesen großen Knall jenseits der Berge. Und dann sind sie wie die Fliegen über das Land gekommen. Jetzt verkriechen sie sich überall. Auch in meinem Turm. Was? Ich glaube, die halten bestimmt nach einem Schiff Ausschau, das sie überfallen können. Na, sollen sie doch. Da werden sie wenigstens raus aus meinem Turm. Boah, wieso wirst du so schnell dunkel? Bist du oft in der Stadt? Ich sag immer, eine Stadt ist nur so gut wie ihr Hafen. Der Hafen ist das Tor zur Welt. Da trifft sich alles und von dort geht alles aus. Wenn der Hafen vor die Hunde geht, wird der Rest der Stadt bald folgen. Erzähl mir was über den Hafen. Der Hafen von Corinis ist nicht mehr das, was er mal war. Hier treibt sich nur noch Gesindel rum.
Die Schiffe kommen nicht mehr und der Handel ist tot. Der Hafen, der ist kaputt. Schade. Warum gehst du dann nicht? Einen alten Seebär wie mich nimmt doch keiner mehr auf sein Schiff. Die meisten denken doch, dem alten Jack ist die Gicht in die morschen Knochen gefahren. Und? Haben sie recht? Erzähl keinen Unsinn. Wenn ich erst wieder Planken unter den Füßen habe, dann fühle ich mich wie ein junger Hüpfer. Was meinst du mit Gesindel? Siehst du dir an, dieses faule Pack. Die meisten wissen gar nicht mehr, was Arbeit ist. Die saufen den ganzen Tag und verhuren ihre letzte Heuer. Ich sag dir, halt dich von denen fern. Warum kommen keine Schiffe mehr? Alle sagen, wenn der Krieg vorbei ist, wird alles wieder wie früher. Das ist alles Schied. Ich sag dir, ein Seemann, der merkt, wenn es mit der Stadt bergab geht. Ein Seemann hat sowas im Blut. Und ich sag dir, mit diesem Hafen ist nichts mehr los. Der hat ausgedient. Ja, aber es kann sich ja wieder ändern. Na gut. Okay, liebe Leute, das war's für heute. Oh, das reimt sich. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und haut rein.